So, hallo und herzlich willkommen zum Livestream am Mittwoch. Gespielt wird Jurassic World Alive. Moderation: Das Engelchen. Spieler: Jack Tango. Dummes Zeug reden: Jack Tango. Regie: Ist mir scheißegal. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles für mich hier geklärt, so wie immer. Morgen. Genau, und da ist auch schon das Engelchen. Ja, und ich starte einfach mal locker flockig mit DNA sammeln. Später machen wir auch noch ein oder zwei Kämpfe. Mal gucken, wer verliert und wer gewinnt. Und vielleicht schaut ja der ein oder andere Streamer ja auch rein. Ich bin auch gleich dran. Kleinen Moment. Oder Streamerin. Wenn Ich Zoe wollte dir reinkommt, was sogar zeigen. Streamerin. Noch weiblicher wie Zoe geht ja schon gar nicht mehr, sag ich immer. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht. Ich wollte dir was anderes gezeigt haben. Ja. Ja, Hey. und ich kann sogar schon jemanden weiterentwickeln. Das ist gut. Ich habe anscheinend schon genug DNA wieder gesammelt. So einfach war das. Die meine ich. Damit du Bescheid weißt. Ja. Na, habe ich doch schon ein bisschen was gesammelt. Das ist doch ganz okay. Das ist ziemlich drücken. Ich glaube du. So, jetzt gucken wir mal, während es sich lädt, wie es weitergeht. Ob noch irgendwas Interessantes da ist. Ja, hier ist doch schon was. Hast du nicht irgendwie diese Tickel, diese Belohnung Ja, die mache abgezogen? ich auch noch gleich. Aber jetzt habe ich gerade einen Bosskampf gefunden. Ey. Und da mache ich doch mal praktisch mit. Und dann haben wir auch praktisch den ersten Kampf des Tages. Ja, was aber diesmal kein mit anderen Leuten, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist jetzt ein einzelner Das Bosskampf. Turnier, glaube ich, ne? Ja. Das, was du das letzte Mal gemacht hast. Und der ist mir weitaus überlegen. Er hat Aber du eine hast höhere doch mehrere. Levelzahl. Du hast doch mehrere. Da kann ich nur einen einsetzen. Das ist Ach halt ein so. Bosskampf, ne? Das ist ja kein Teamkampf. Ich habe gedacht, du Aber ich denke könntest für mal. den mehrere deiner einsetzen. Entschuldigung. Macht ja nichts, hätte ja auch ruhig sein Wie gesagt, können. das ist halt nicht meins. Ja, ist in Ordnung, ist halt ein Taktikspiel. Deswegen muss man mir das erklären. Und der hat mich ganz schön in Zange, der hat ganz schön was auf dem Kasten, hätte ich nicht gedacht. Ja, wenn es ein Boss ist, dann kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber ich gucke mal, ob das vielleicht. Nee, gegen den habe ich keine Chance. Versuch's oder Ja, ich was? Ja. versuche es auf jeden Fall. Was hat denn der für eine Lebensleiste? Das sehe ich leider nicht, weil es ein bisschen klein ist. Sehr viel. Der hat unfaire Taktik und ich bin auch schon, mich hat es auch schon daneben gehauen. Ja, okay, aber dafür entwickelst du ja auch deine Saurier weiter. Naja, eben. Na, auf Aber. jeden Fall weiß ich, dass ich auf den. Ja, Hallihallo. Ach nee, das war nur der Blindbot. Ich dachte Aber schon, das ich hätte auch, nö, jemand, der steht mal noch nichts. geschrieben hätte. Steht noch nichts. Da bin ich noch ein bisschen früh. Hätte doch sein können. Nee, ich bin momentan die Einzige. Hätte, hätte, Fahrrad wär's statt. So. Aber ich kann ja mal gucken aus dem Bündnis, was ich da schon alles. Auch die waren auch fleißig. Wie es da ausschaut. Aber es sieht schon ganz gut aus. Die haben auch gut gewirtschaftet. Schon mal eine kleine Ankündigung auf Freitag.
Wir sind Freitag wieder bei den beiden vom Blind Cube mit dem Qualm, das wieder dabei. Wenn es Freitag stattfindet. Genau. Soweit ich informiert bin, soll es stattfinden. Oder soweit wir informiert sind. So. Ich denke auch mal, das wird dann stattfinden. Ja, sonst hätte er ja die Sachen nicht geschickt. Genau. Wir sind ja schon informiert über einige Sachen. Morgen gibt es den Rest, soweit ich das jetzt rausgehört habe. Ja, es geht um den Brief. Ja, und dann wird das auch werden. Also da gehe ich mal ganz stark dann davon aus. Komischerweise wurde mir eben angezeigt, ich könnte Sachen weiterentwickeln, aber ja gut. Muss das vielleicht mal aktualisieren? Ja. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen dumme Werbung angucken, dann kann ich zwei DNA-Teile anöffnen. Aber so ist es halt. Die müssen ja auch Geld verdienen. Ich sehe es ja irgendwo ein. Ich glaube, das hat eigentlich gar nichts mehr mit Geld verdienen zu tun. Es hat einfach damit zu tun, jedes Spiel mittlerweile, egal was du dir runterlädst, hat Werbung. Ja, ja. Aber mittlerweile ist es scheißegal, welches Spiel. Meine Spiele, die ich auch mehr habe, die haben auch alle Werbung. Ja, ja. Aber also mittlerweile durch Werbung das meiste Geld verdienen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, jetzt muss ich mal kurz den Twitch-Icon mal woanders hin verschieben. So. Erst habe ich mal, wenn ich über Tablet immer Omelette-Card. Ja, ja. Da habe ich das auch immer. Ich mache mal meinen Laptop nebenbei an. Kannst du gerne machen. Dafür ist der Laptop ja auch da. Nach dem Jack-Streamer. Heute wird es allerdings eine Welt, auf der wir alleine spielen werden. Da ja Montag bzw. Dienstag, also gestern, kein Burg-Video kam. Genau. Also jetzt, ich sag mal jetzt für Michelle, wenn er reinkommen möchte, kann er gerne reinkommen, aber jetzt an sich ist es heute Rheinburg. Genau, das wird auch mal ein bisschen weiterkommen, damit das sind unser 6-monatiges. Es nicht immer hinterhängt. Nee, weil ich habe, wie gesagt, es Montag nicht geschafft mit der Aufnahme, dann hatte ich aber schon für Sonntag. Den Livestream hatte ich ja schon am gestrigen Tag freigegeben bei mir auf dem Kanal. Ja. Weil ich wusste, dass ich heute oder gestern oder heute nochmal einen Livestream mache, der dann morgen freigegeben wird. Warum auch nicht? Und dann würde ich ganz gerne Burg machen. Zusammen mit dem Jack. Das ist dann auch nicht böse an die Leute jetzt gerichtet. Jetzt beispielsweise an Levi oder Michelle, die mit uns die Map vom Jack spielen. Aber ich sag die mal Monster, so, unsere Welten, die Projekte, die wir so haben, müssen ja auch irgendwie laufen. Genau, die müssen langsam aber sicher mal nachziehen. Von das Underground-Projekt, das sollte ja nur ein halbes Jahr gehen. Ich meine, wir sind jetzt im dritten Monat, so ist es nicht. Also wir sind noch im Zeitplan. Ja. Das Underground Life ist das, ne? Das Underground Life, nicht das Underground. Das ist ein Unterschied. Underground Life, genau. Das Underground-Projekt hatten wir auch schon mal. Das ist aber mehr oder weniger dann... Wir hatten beides hieß Live. Das eine war mit V und das andere ist jetzt mit F. Was mir egal. Ist beides Blöcke bauen und... einreißen und kämpfen und sterben und so weiter. Anscheinend sind sie so ein bisschen auf den irländischen Stil hier zurückgekommen, weil ich sehe überall Kleeblätter hier. Ja, im Moment kann ich dir auch so sagen. St. Patrick's Day oder so, ne? Ist bei Animal Crossing im Moment auch. Ah ja. Da ist der Kleeblattteppich momentan gerade. Ja, ich sehe das hier auch, die Grafiken so ein bisschen. Ist doch gut, wenn sie sich da Gedanken drum machen. Ja, da kann man nichts sagen. Schlimm wäre es, wenn man ein Spiel entwickeln würde und es nicht weiterentwickeln würde. Das stimmt, da kann man auch nichts sagen. Die haben immer irgendwelche Ideen hier und das finde ich auch gut. Das kann auch wie Weihnachten, Ostern, da findest du jetzt nicht unbedingt. Aber Muttertag oder Vatertag, ja. Muttertag eher. Man muss bedenken, auf der Welt gibt es ganz viele verschiedene Feiertage und feierliche Anlässe. Silvester. Sei es zum Beispiel Unabhängigkeitstag in den USA oder ja hier zum Beispiel Wiedervereinigung, ne? Tag des Mauerfalls und solche Sachen.
Ja, aber das ist Versuchungen. bei uns zum Beispiel so eine Sache, was zum Beispiel bei denen in den USA Unabhängigkeitstag gleichkommt. Finde ich zumindest. Dementsprechend gibt In es so England und. beispielsweise gibt es den St. Patrick's Day in Irland. Den gibt es bei uns nicht. Naja. Das ist der Unterschied. Aber jeder hat so seine eigenen auch Feiertage. Beispielsweise Chinesen, die haben ja, was weiß ich, wie viele Feiertage. Die Jojo, die wir sind mit nicht haben. dabei, die sind gut mit dabei. Aber so ist es halt, jede Kultur hat ihre eigene Sache. Ich kann ja Und mal ist der auch gut so. Spaßes halber mal nachschauen, welches Land die meisten Feiertage hat. Kannst du gerne machen. Dann hast du auch ein bisschen was zu tun, was interessant ist, was auch wissenswert ist. Ja. Ich glaube, ich bin der Letzte, der sagt, nee, lass mal sein. Bin sofort wieder bei dem Dings drin. So, es dauert ja immer so ein bisschen. Ich wollte den was geguckt Weil es wird mir immer angezeigt, ich könnte einen Dinosaurier weiterentwickeln und irgendwie zeigt er mir dann doch nicht. Okay. Dass so ein kleiner Bug ist oder so, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Naja, wir werden es vielleicht morgen erfahren. Selber als umgestellt haben, Serverarbeiten oder sowas, das so ein bisschen hinterherhängt. Möglich sein. Ja. Ich habe jetzt mal auf den Apatosaurus getippt, um mal zu Dortmund hat sogar gucken. gewonnen, 0-1. Ja, ist doch gut. Ich weiß nicht, ob du das noch Natürlich nicht. mitgekriegt hast. Ist doch auch in Ordnung. Ja, weiterentwickeln. Komischerweise wird es mir nicht angezeigt auf dem Großbildschirm, aber es klappt, wie ihr seht. Also kann ich auch hier sogar noch ein paar Weiterentwicklungen mit euch machen. Aber ich werde jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Säue anklicken und prüfen, sondern ungefähr da, wo ich erahnen kann, da war was oder da war was nicht. Ne? Weil sonst sitze ich ja übermorgen noch hier dran. Ja, ich glaube, das wäre auch ein bisschen langatmig dann für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und für alle Fans, die den Stream auch nachträglich schauen. Weil es ist ja aufgefallen, dass auch ein paar Schlingel den im Nachhinein schauen und das auch auf YouTube und das wird auch gleich wieder auf YouTube dann rübergeschickt. Das wird dann am Donnerstag, sprich morgen, in ein paar Stunden veröffentlicht. Ja, schade finde ich, dass halt Twitch das nicht so lange speichert. Ja, Ich das ist meine, ja bei auch dir schade. speichert es jetzt länger, weil du auch den Prime hast, aber ich habe ja kein Prime. Finde ich es ein bisschen schade auf eine Art und Weise, weil bei mir natürlich eher das auch auf Twitch geguckt wird als auf YouTube. Ja, sicher. Aber wer bei mir die ganzen Dinger nachgucken möchte, soll bei mir auf jeden Fall bei YouTube reingucken. Ich glaube, das dann auch in voller Länge. Wie bei Genau. Jack. Und da könnt ihr auch gerne mal reinschauen dann. Und es wird sich auf jeden Fall immer lohnen, wenn ihr mal auf die Seiten von uns schaut. Ich denke mal, aber das wisst ihr auch mittlerweile alles. So. Da ja nicht alles angezeigt wird, versuche ich jetzt mal so einen kleinen Kampf, eine kleine Kampfkampagne zu starten. Und vielleicht habe ich ja Glück und ja. Wie kann ich an diese Zeit löschen? Vielleicht habe. Oh, das sind schwere Gegner, aber ich werde es mal versuchen. Ne? Ich werde es einfach mal gucken, ob es glückt oder nicht. Kann ja gut ausgehen. Ich habe da so ein schönes gemischtes Team. Die haben auch ein gut gemischtes Team. Eine Gleichung haben wir dabei, wie ich sehe. Einmal den Brachiosaurus. Es könnte interessant werden. Warum bin ich müde? Weil es so ist. Ja. Ja, das Problem an der Geschichte ist, dass wir jetzt die ganze Zeit jetzt nur das machen, was wir jetzt am Sonntag gemacht haben. Dann kommen wir einfach mit unserem Projekt nicht weiter. Richtig. Dann würde ich das gerne so halten, jetzt ohne mit dem Jack.
direkt das jetzt abgesprochen zu haben, dass wir samstags und sonntags halt das machen und dann in der Woche halt unsere privaten Projekte irgendwo. Genau. Oder wenn jetzt irgendwie in der Woche, was weiß ich, jetzt Fichtensetzling oder irgendwas hin, dass wir das dann im Offscreen. Ja, das mit den Fichtensetzling, das haben wir im Offstream ja schon gemacht und dann dauert es doch ein bisschen länger als gedacht. Die Tablets dann leer waren. Auch noch der liebe Michel bei. Genau. Am Montag. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht aufgrund dessen, dass wir es auch live waren. Ja, du kannst mich ärgern, wie du willst, das ist mir egal. Ja, auf jeden Fall war es dann doch ein bisschen länger als gedacht und geplant. Jo. Aber warum auch nicht, meine Güte, es ist ja nicht schlimm. Mein Gut, im Discord da saßen wir sogar noch länger. Richtig, im Discord, das ging dann noch ein paar Stunden länger. Nein, aber es ist halt nicht böse gemeint, nur halt, wir kommen sonst mit unserem Projekt nicht weiter und beispielsweise das andere Live-Projekt ist ja wirklich eins, was nur 6 Monate geht und ich sag mal, genau. Klar, wir sind fast fertig, so ist es nicht. Aber gerade auch mit dem... Mit der New World, wir wollen auch irgendwann mal fertig werden. Sollten wir zumindest schaffen. Sollten wir zumindest schaffen. Oh, das ist immer noch nicht bei dem Laptop, was das hier macht. Was war ich? Du warst noch nicht bei dir am Laptop, da steht immer noch Jack mit CJ. Das muss ich sowieso erstmal gucken, wie ich das überhaupt noch ändern kann. Wie komme ich denn nicht so drauf, was ich jetzt machen wollte? So, ja. Na komm, den einen werde ich ja wohl noch hinkriegen, ne? Ja, jetzt dürfte ich das schon mal gewonnen haben. Jawohl. Die Saurier habe ich schon mal, also das Team habe ich schon mal besiegt. Aber das erste ist ja nicht immer das Schwierigste, ne? Kennen wir ja schon. Aber ich kriege wieder neue DNA und das ist ja nie verkehrt. Das wird wieder interessant werden. Aber ich werde das Team jetzt nicht umstrukturieren. Weil, ja, es läuft ja gut und wenn man eins weiß, dann man sollte nie ein gut laufendes Team auseinanderreißen eigentlich. Aber ich finde auch, die Grafik haben sie gut hingekriegt. Für das ein Handyspiel ist, sehr gut. Und mit Urviechern ist sowieso immer Kult, von daher. So, starte ich mal wieder mit dem Brachiosaurus. Und er darf gegen den Diplodocus ran. Jetzt mache ich mir aber erstmal einen Schutzpanzerung. Sicher ist sicher. Ja, das ist die nächste Aktion, die ich auch übrigens vorhatte. Oh, und der wechselt natürlich Feige aus. Wo ist Taktik? Eins von beiden. Ob es gute Taktik ist, weiß man nie. Für ihn nicht gut. Es war keine gute Wahl. Aber du musst mal berechnen, für ihn ist es taktisch. Du sagst, nee, das ist keine Taktik. Für ihn ist es wahrscheinlich Taktik. Ja, aber die Wahl war nicht so gut, weil ich habe gerade... na gut, er konnte auch nicht wissen, was für eine Attacke ich ausführe. Von daher war das schon ganz okay. In dem Fall für mich war es ganz okay. Ja, das war auch schon wieder ganz, ganz gut. Jetzt muss ich da mal gucken, ob ich dann nicht jetzt gekillt werde, weil der hat ordentliche Krallen. Ja, Fußball gespielt, Feierabend gemacht. Ja, den habe ich eben schon gehabt. Ich glaube, heute kommen wir mal... Ah, jetzt zeigt er aber gute Gegenwehr. Das ist jetzt wieder Faktor X, Y und Z. Aber ich denke mal, das dürfte funktionieren. Mein Schutz ist noch stabil gewesen bis gerade.
Jetzt hat es mich aber doch umgehauen, also werde ich dann doch mal den Ankylosaurus jetzt mal nehmen. Ich habe Werbung gemacht. Du hast Werbung gemacht? Ja, und Das ist schön. Facebook. Für dich, aber für mich. Beide. Auf deiner Seite und auf meiner. Ja, guck. So, jetzt muss ich mal gucken, ob Ich ich meine, mit ich dem da weiß gut jetzt nicht, ob das durchkomme. jetzt noch irgendwie hilft, großartig. Das hätte man vorher machen müssen. Ja, aber auch allgemein. Ich sehe zwar immer nur hier erreichte Personen, aber. Ah, er hat meinen Panzer geknackt. Das ist Naja. natürlich nicht so toll. Dann weißt du, dass für dich Werbung gemacht ist. Ja, da sage ich danke und ich habe ja auch schon Werbung für dich gemacht. Ja, muss ich jetzt ein anderes Tier wählen, sonst kriegt er mich noch mit dem letzten hier platt gemacht und das wollen wir ja nicht, ne? Machen wir mal die berühmte Verzögerungstaktik. Und dann greifen wir doppelt an. Ja, und es hat geglückt. Und auch aus diesem Turnierteil sind wir als Sieger herausgegangen. Das war super. Ja, und ich habe natürlich ein bisschen DNA wieder geschenkt gekriegt, oder beziehungsweise erkämpft. Man sagen, Geschenk kriegen tust du dann nicht. Außer du tust die Dinger da an. Ja. So, und jetzt kommt der finale Endkampf. Jetzt wird es natürlich ein bisschen heikler, aber ich werde das Team jetzt auch wieder so stehen lassen, weil, ja, ich versuche es einfach, ne? Besser als gar nichts. Bis jetzt hat es gut geklappt, Der also Zopf versuchen machen wir und es dann mal. muss man hinlaufen. Ja, hallo, Hilfe, Lachflash, warum das denn? Warum Lachflash, Levi? Hallo Levi! Wegen den Sauriern oder was? Tja, andere machen Pokémon Go, ich mach das. Schneide gerade ein kurz. Zoe, du musst vorlesen. Ich kann das jetzt nicht so Ich sehe über es noch Handy nicht, ich sehen. muss einen Moment warten. Weil ich nur über Laptop dran bin. Meine Moderatorin muss mir jetzt mal aus der Klemme helfen. Ich schneide gerade ein kurzes Video zusammen, schreibt er. Ach so. Na dann. Oh, Michelle ist gerade nicht online bei Discord. Er war vorhin mal kurz. Levi schreibt noch was. Achte mal jetzt erstmal Wer ist eigentlich noch in der Gruppe? mehr. Zoe, du und ich sind bei der WhatsApp-Gruppe. Ja, der Michelle vom BlindTube, der wollte nicht unbedingt, dass seine Nummer weitergegeben wird. Genau, deswegen, das nehmen wir natürlich dann auch ernst und Das heißt ernst, aber man, ne, wir man respektieren das respektiert natürlich. das Wenn jemand einfach sagt, nee, einfach. möchte ich nicht, dann möchte ich nicht. So einfach ist das. Übrigens Komischerweise bin ich kriege auch ich. gleich noch live. Ja. Dann habe ich das richtig eingespeichert, schreibt er. Ja. Aber wir spielen heute ein Projekt, was nur Jack und ich spielen. Wir spielen heute Burg gleich noch. Sag doch einfach sofort, was Sache ist. So, jetzt muss ich gleich. Jetzt habe ich gleich nochmal eins noch über und dann ist mein Saurier auch natürlich besiegt. Aber vielleicht. Nee, der macht mich voll, der macht mich fertig. Den kann ich höchstens noch mal mit dem Fuß verdrücken und dann war es das, glaube ich. Oh, er wechselt aus. Ja, kann ich vielleicht noch mal einmal richtig schön Gas geben hier. So, Alles komm. gut, ich habe Minecraft gespielt heute, schreibt er. Ja, das ist doch schön. Ja, ich habe ja auch schon gesehen, du hast hier der Puma hat ein Axolotl-Baby gefunden. Habe ich, glaube ich, aber auch beantwortet gehabt. Bloß mein Handy streikte zwischendurch und dann war es halt ein bisschen schwieriger. So, jetzt muss ich nochmal hier wechseln. Es ist seltsam, ich habe auch bitte nicht stören bei mir am Handy geschaltet, aber es kommen doch die Nachrichten noch durch. So, aber gewonnen ist gewonnen. Ja, ich habe es gerade hier gesehen über Handy, dass du was in die Gruppe reingetan hast. Um was es sich genau handelt, kann ich gleich erst gucken. Oder so, ich guck mal eben rein. Sie kann ja auch vom Handy, sie ist ja auch mit drin.
So, und ich habe das Turnier gewonnen. Ich habe eben ein paar nicht. Warte. So. Ist zwar kein trimagisches Turnier gewesen, aber immerhin. Oh ja, schlafende Fuchsfamilie, das ist schön. Oh, Fuchs habe ich auch schon. Wenn wir bei dem, was wir noch hatten. Nee, jetzt bin ich falsch. Das war bei Underground Live, da habe ich einen Schneefuchs. Haben wir zwei Schneefuchse. Ja, Füchse. Schneefuchse, genau. Voll süß. Schade, ja, stimmt. Sorry, gegen wie viel Uhr wolltest du denn online Nee, ist gehen? das egal, ich warte, bis mein Tablet auf 100 ist. Ach so. Das macht mehr Sinn. Ja, aber wie gesagt, wir waren Montag nochmal auf dem Underworld Live. Zusammen, nicht Underworld Live, nein. Auf der Welt, wo wir auch Sonntag waren und Samstag. Da kam noch der Michel hinterher dazu und habe ich mein Haus noch fertig gebaut. Also dieses Häusleinteil. Ja, und ich habe mir noch ein Baumhaus schon mal angezüchtet, aber noch nicht Und gebaut. Michelle hat sich da eben so eine Planke rüber gebaut bis zur Arena. Das war auch noch ganz lustig. Und Levi hat noch was geschrieben gehabt. Haben auch Schneefüchse, die sind im Haus. Ja, ich habe auch beim Underground Live Die haben es zwei aber auch Stück. gut hingekriegt, finde ich. Ja. Die sehen toll aus. Ich weiß nicht, wie lange wir machen, bis eine Stunde. Und es Ja, sind 26 Minuten. ich wechsle gleich hier rüber zu dir. Du kannst mich dann ja raiden über den Apparat hier. Kann ich nicht. Doch. Nein, wie soll ich dich wählen, wenn es meiner ist? Mit der Moderation. Levi hat noch Ach, was ich hab geschrieben doch gar gehabt. keine Dings. Also ich bin stolz auf mein Dreckhaus. Das Ja, ist auch stimmt. klasse. Hat Ich glaube, nicht einen jeder. Block musste ich bei dir wegnehmen, aber nur weil ich den Briefkasten hingesetzt habe. Bei mir jetzt, oder? Nein, bei Levi. Ach so. Habe ich, ich glaube, entweder habe ich einen Cobblestone weggenommen oder einen Erdblock. Aber ich habe es innen rein verbaut, in die Wand rein. Ja, ist Deswegen okay. musste ich einen Block wegnehmen. Ich stehe mal ganz kurz auf, wenn ich mein Laptop. Mein Akku. Muss ich auch nochmal eben runterladen. Naja, kannst du ja. Außerdem konnte ich ja eh gerade nicht viel machen. Zoe guckt gerade, guckt Ja, ich gleich guck's nach. sofort. Da muss ich ja gleich doch noch meinen Ne. Laptop anmachen, damit Ach ich was. Zoe raiden kann. Ja, brauchst du Und nicht. das haben wir auch gewonnen. Brauchst du nicht. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht bei auf den Seiten geschrieben, dass ich danach live bin. Hättest du ruhig machen können. Ja, das habe ich aber jetzt vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Ach, alles gut. Wenn du Betten verstellst, dann weißt du wohin. Betten verstelle ich grundsätzlich eigentlich nur, wenn die Leute auch da sind. Also ich verstelle nirgendwo Betten, weil ich meine, okay, wir sind jetzt in der Nähe vom Spawn. Aber ich kann mich mal daran erinnern, dass Jack und ich irgendwann mal ein Projekt hatten, wo wir irgendwie nicht weitergelaufen sind. Und wir dann die ganze Strecke dahin latschen durften, weil ich die Ja, Betten abgebaut habe. das war ein bisschen doof. Ja. Seitdem mache ich das nicht mehr. Das ist ja beim Michel mittlerweile. Aber der hat sich selber im Bett oben reingestellt. Also der muss an seinem neuen Bett spawnen. Das kann sein. Weil nämlich das letzte Mal war ich nämlich bei uns. Also ich war ja vor den Betten, habe da was einsortiert Ein in die Bett Truhen. oben hat er? Du sagst, Michelle ist im Bett oben. Ja, bei sich in dem ein Bett. Ach Nicht so. Bett oben. Ja, du hast Bett oben Nein, gesagt. Bett. Das ist Es geht natürlich jetzt was ums anderes. Thema Bett. Und zwar habe ich unten bei uns bei den Betten gestanden, in diesem einen Teil, in diesem Höhlenteil da. Naja. Und habe da was in die Truhen reingetan. Und da ist er gestorben und nicht neben mir gespawnt. Also gehe ich mal von aus, dass er oben auf das Bett geklickt hat. Auch oben spawnt bei sich da. Ja, das kann auch sein. So, ich meine auch, er hat sich ein Bett dahingebaut. Mit seinem Türmchen, was nun wahrscheinlich noch höher wird. Ja, sein bisschen. Nee, So ich wie. glaube, das wird so jetzt. Das bleibt jetzt.
Ich vermute es mal. Also von mir aus kann mich so gerne noch Muss ich in dann die noch am Sonntag erschrocken, Unendlichkeit dass hochtreiben. raus kann, aber man war eine Brücke da. Ja, Wann war ja. Dienstag? Wann runterweg da? Die Brücke hat er ja gebaut. Das Oder einer stimmt. von euch, ich weiß es nicht. Das andere, das, was ich lediglich gemacht habe, war eigentlich nur die Brücke ein bisschen vervollständigt mit Zäunen, dass man nicht ständig ins Wasser läuft. Weil ich ja gerade Michelle auch kenne. Ja. Ja, allein für Michelle habe ich das auch immer, wegen seiner auch mit den Seen. Ist Und doch auch in außerdem Ordnung. mit Zäune sieht es auch schöner aus. Das stimmt. Aber das hatte ich aber auch eigentlich live gesagt, dass ich keine Betten so verstellen werde. Ich brauche jetzt schon mal für dich gleich Ton nachher. Muss ja Hoffe, auch ich nicht bin nicht sein. zu laut. Nicht, dass man Oder dann noch zu doll. jemanden verunsichert oder irgendwie was, wenn er auf einmal woanders spawnt. Ja, was. Nee, du spawnst Muss dann ja nicht einfach sein. am Spawn. Ich meine, der Spawner ist ja jetzt direkt bei uns eigentlich um die Ecke. Ja, ich habe Aber das ja wenn du extra jetzt so mal, gelassen. das eine Projekt berechnest, wo wir dann meilenweit gelaufen sind, wo ich da aus Versehen das Bett abgebaut habe und ich gesagt habe, noch nicht sterben und du bist gestorben und, ne? Naja, ich Und weiß. dann da, ich weiß nicht, wie viel hin und her latschen durftest, bis du dann wieder an dem Punkt warst. Ja, das war nicht so Das hat toll. gedauert. Und deshalb mache ich das nicht mehr, Es war nicht so wenn ich daran praktisch, denke. sagen wir es mal so. Dankeschön. Ich hab Wasser. Und wieder hat's geklappt. Was bedeutet Mod-Symbole anzeigen? Weiß ich nicht. Aber Levi hat, glaube ich, gerade was in die Gruppe gestellt. Ein Video. Viel Spaß beim Lachen, schreibt er. Ja, das können wir nachher machen. Ja. Machen wir aber dann nach dem Ja, Livestream, gut, hier dass wir da werde ich reinschauen. teilweise die. Nicht, dass ich mich hier wegrollen kann. Kommt während des Livestreams nicht. Zumindest nicht, wenn die Kamera nicht an ist. Ja, glaube ich dir, dass du den Sound dann passend noch machst. Zoe hat Den schon Sound anscheinend habe schon ich nicht reingeschaut. gesehen, aber ich habe das Video da gesehen. Na, ist doch okay. Noch fauler geht's nicht unter der Kategorie. Muss ich dir nachher angucken. So, ich wollte was trinken, siehst du? Ja, trink doch mal einen schönen Schluck. Der hat aber ein bisschen mehr. Nee, wo ist mehr? Ja, ich finde es Ja, schade, dass man das nicht ein bisschen angeglichen kriegt, auch angepasst kriegt. man kann es nicht größer machen. Schade eigentlich, ne? Aber was soll ich sagen? Ich kann es leider nicht verändern. Ich könnte höchstens versuchen, die Dings hier, die Übertragung zu auf HD höher zu schrauben. Aber ob das Nee, viel bringt, weiß es ich geht ja nicht. jetzt nicht um die Quali, es geht nur darum, das Bild einfach größer zu machen. Ja, Mann, ich habe vielleicht wieder das Bild automatisch größer. Nee, das ist, glaube ich, eher weniger. Die Person war meine beste Freundin, schreibt er. Oh, na dann. Ja, die Tiere sind alle nicht zu unterschätzen, die es damals Aber groß gab. aber trotzdem immer noch mehr. Ja, jetzt habe ich sogar noch mehr. Er ist normal, aber er hat ja wieder irgendwas. Okay. Ja, das hat aber gut abgewehrt. Vor, was stand da jetzt? Vorus? Hab ich nicht gelesen. Oh, desto höher sie, glaube ich, sind, desto besser. Ja. Desto höher sie gelevelt sind auf gut Deutsch. So. Jetzt habe ich noch einen Flattermann. Ja, der macht mich jetzt auch kaputt, sage ich doch. Aber Ach so, darf man zwei Attacken hintereinander machen? manche können das durch Ja, Taktik. aber das ist ein bisschen doof.
Aber jetzt kommt was Großes ins Spiel, jetzt Drei. hat er weniger Chancen, schätze ich mal. Aber er wird ausgetauscht dafür gegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich Du lande hast doch gute noch welche, Treffer. oder? Ja, ich habe auch noch welche. Aber ich kann Ja, ich glaube maximal drei nicht. müssen von mir besiegt werden, von meinem Viererteam. Und dann ist Oh, vorbei. ach los, auch. Das Skelett habe ich bei mir auf Englisch stehen, bei den Animal Ja. Crossing. Glaube ich. Ah, er tut auch austauschen. Naja. Aber ich habe da ja, wenn ich Glück Vor habe. allem er hebt den Fußkrabbenhof 601 Schaden. Ja, das Jetzt muss wechselt er schon bedenken. wieder. Jetzt wechselt er schon wieder. Kann sein. Jo, Levi, dann sag ich mal, Pass bis auf. dann. Bis dann. Schönen Abend. Und danke, dass du kurz reingeschaut Jo. hast. Wenn du, wie gesagt, mehr Zeit hast, kannst du auch ein bisschen bei mir noch mit reingucken, aber ansonsten. Ja, wenn er aufgeht, dann guckt er nie rein, Ja. ne? Wenn jetzt kann er sagen, was er etwas vorhat. Ja, oder im Nachhinein schaut, kann ja auch Ja. sein. Einmal kannst du es bei Twitch noch nachgucken, 14 Tage, ansonsten steht es bei YouTube. Richtig. Einen lassen wir online verraten. Pfff, tausch den aus, wie feig ist der denn? Ah, der hat aber keine Chance, glaube ich. Wie feige war das denn? Er hätte doch wenigstens den runter. Er hat trotzdem verloren. Ja, trotzdem. Hat Weißt ihm du, hat nichts er noch genutzt. 12? Ja, jetzt tauscht er schon wieder, ey. Ging der mit den 12. Ja, wenn er nichts anderes mehr hat. Das ist ein Verzweiflungstat. Das ist Aber, wie in Taktik. genau. 12 oder 72 kann man nicht lösen. Da war klar. Gewonnen. Ja. Tun sich eigentlich deine Saurier nach, immer nach dem ersten Turnier, also wenn du das Turnier fett, also nicht fertig hast, sondern den ersten Gegner besiegt hast, eigentlich wieder hochpacken von denen? Ja, die sind dann wieder recovered. Und dann fängst du ja mit dem nächsten Turniergegner an. Richtig, dann Und dann kommt sind der die wieder voll nächste. gelevelt oder im Leben wieder. Dann kann ich die, wenn ich auf das Jurassic World Symbol unten klicke, auf den T-Rex Skelett Shuttle, wo die C3 steht, die rote, das müsstest du gleich sehen. Ja, sehe ich jetzt gerade. Da kann ich dann auf die Saurier klicken, die sich dann weiterentwickelt haben, wo die ich weiterentwickeln kann. Aktuell werden sie mir durch einen Bug oder so nicht angezeigt, welche das jetzt gerade sind. Und ich meine, den Nein, könnte es geht ich. mir jetzt darum, ob du nach jeder, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast ja jetzt gewonnen, Ja. hast ja die drei da genietet, sondern gehst du ja eine Stufe höher. Wenn du Genau. diese Stufe höher gehst, werden dann automatisch deine Saurier wieder voll Leben sein. Ja, Also die so, die wie sind du dann sie wieder da voll Leben. mitgenommen hast. Ja, es Weil wurde dir was beispielsweise geschrieben. bei Pokémon, weiß ich noch, damals war das ja so, ich guck sofort, Ja. dass ja, du da, die so mitgenommen hast, wie du mit denen in der ersten Runde gekämpft hast. Das ist bei einem 2-Runden-Bosskampf. Feder Teufel Blade. Levis Ex macht Stress. Der schreibt die ganze Zeit, dass jemand trauert, wenn Levi stirbt. Er soll verrecken, nutzt gerade Levis Depressionen und Angstzustände aus. Das ist keine so gute Idee. Nö, das ist eine Schweinerei. Sowas ist nicht richtig und Devi soll nicht drauf hören, ganz einfach. Ansonsten, es gibt auch eine Blockiertaste. Was soll das Genau. blockieren? Wenn er jetzt nicht unbedingt SMS schreibt, Genau. aber WhatsApp und so gibt es blockieren. Genau, Genauso wie Facebook. und man kann gewisse Nummern auch, wenn man beim Provider, sprich den Anbieter anruft, die kann man auch blockieren lassen. Ich glaube, du kannst es auch bei Dings machen. Erstmal schönen Das, guten Abend und ja. herzlich willkommen. Erster Chat mache ich übrigens als Zuschauer, Federteufel, Unterschrift Blade. Levi bricht gerade zusammen, weil es für ihn zu viel ist. Ja, das glaube ich, das ist dann Er nicht so sollte das einfach. nicht zu sehr an sich ranlassen. Ex Eben. ist Ex. Nur Gulasch schmeckt aufgewärmt. Ich weiß, es klingt jetzt bei mir gerade aus meinem Mund ein bisschen hart, aber ich habe das selbst hinter mir, dass ein Ex Stress gemacht hat, beziehungsweise mich auch sogar gestalkt hat. Aber da muss er wirklich sagen, okay, weißt du was, du kannst mich mal, wir sind nicht mehr zusammen. Was willst du noch? Blockieren, Und überall fertig. blockieren, was geht. SMS, ja, okay, kann man nicht blockieren, aber dann lösche halt. Gar nicht erst lesen, was geschrieben wird. Oder notfalls wirklich so, wenn das wirklich auf Dauer, auf Zeit macht, wirklich ein Stalking-Tagebuch. Und ich kann eine Premiere mal wieder neue Achso. Saurier erschaffen. Ich Jo. habe genug DNA zusammen und das mache ich jetzt auch noch schnell.
Wenn das jetzt, sag ich mal, auf längere Zeit geht, dann müsstet ihr mal gucken, ob ihr ein Stalking-Tagebuch anlegt. Richtig. Und dann wirklich alles aufschreiben, wann er sich gemeldet hat, was er geschrieben hat und so. Ja, und das ist schon mal gut, dass Levi ihn nicht beachtet und nicht antwortet. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, blockieren. Genau, einfach ignorieren und Blockieren gar nichts nicht an erst sich auf die ranlassen. Nachrichten eingehen, gar nicht erst lesen. Genau. Guck nur Schwachsinn bei rum. Ist meine Meinung. Das ist alles nur vergeudete Energie, wenn man sich darüber aufregt. Das geht seit dem 1.3. schreibt Na, das ist natürlich Mist. so was macht man nicht. Nee, sowas macht man auch nicht. Sorry, ganz Ist nicht ehrlich. richtig. Aber manche sind halt so. Aber Ich leider meine, gibt du, es das. mein Ex, bevor ich dich ja kennengelernt habe, der war auch ein Jahr nachdem wir, was ich, wir haben jetzt, wir sind jetzt fast 8 Jahre zusammen, ja, wie war das vor 2, 3 Jahren? Zum Beispiel die Freundschaftsanfrage da geschickt habe bei, danke wirklich, vor allem mein Ex zieht meine Sippe rein in meine Freundin. Ja, Levi. Ist verständlich, dass er das natürlich jetzt versucht. Ja, er will es ausnutzen. Du, das wird jeder versuchen. Aber wie gesagt, wenn das jetzt auf längeren Zeitraum geht, sag ich mal, jetzt nicht erst der dritte, sondern wirklich noch länger, dann tu dir einen Gefallen, leg ein Stalking-Tagebuch an, schreib auf, wann hat er sich gemeldet, was hat er geschrieben, mach davon Kopien, druck's aus, sonst irgendwas. Weil selbst wenn du, sag ich mal, zur Polizei gehst, die machen nichts, solange du nicht die nötigen Beweise hast. Richtig. Und Das wie ist gesagt, schade, aber es blockieren. ist Immer so. wieder blockieren. Und wenn du merkst, er hat wieder ein neues Profil, auch blockieren. Einfach nicht drauf eingehen. Genau. Das zieht dich nur runter. Ja, und das ist ja das, was der will. Und du Der willst ihm hat ja mich. nicht geben, was er will, oder? Der hat mir das Lügen betitelt. Ich habe den ganzen Chat noch. Das Alles lese ich jetzt nicht aufschreiben. mehr. Nee, wie gesagt, also, ne, blockiere ihn. Oder irgendwann wirklich klipp und klar drunter schreiben, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt. Ich hab alles, was wir. Mach dir ruhig davon komplett Kopien, Kopien und dann wirklich Screenshots. irgendwann drunter schreiben, weißt du was, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann gehe ich zur Polizei, mache eine Anzeige. Genau. Wegen Stalking. Stalking ist halt nun mal strafbar. Ganz einfach. Niemand muss sich über Chat bzw. über WhatsApp oder sonstigen beleidigen lassen. Eben, das hat man ja nicht nötig. Weil dadurch kannst du natürlich dann noch eine Bannmeile gegen ihn erwirken. Genau. Ist halt so in Deutschland. In Deutschland kannst du halt eine Bannmeile dagegen erwirken, dass er dir nicht mehr schreiben darf, sich dir nicht mehr nähern darf. Und in anderen Ländern gelten die Gesetze Ich weiß auch es nicht, nur wie es ein in anderen Ländern wenig, ist. nur ein wenig abgeändert vielleicht. Und von daher. Also Und zur blockieren. Not gibt es halt eine neue Nummer für dich und dann ist der Ex weg. Wer hier ist? Ah, sag nicht. Sag nichts. Also ich habe schon Spaß mitgemacht, aber jetzt nicht bei mir persönlich, sondern wirklich bei ehemaligen Bekannten, die ihre Nummern 3, 4 Mal getauscht haben, wo der Ex rausgekriegt hat. Ja, hat aber irgendwo Informanten. Nee, weißt du was? Jetzt tust du. Fährst du Puma und machst noch einen schönen Abend. Du fährst wieder. Ja, wie gesagt. Nicht drauf eingehen, blockieren, fertig. Lass das nicht zu dir an dich ran. Klingt scheiße in dem Moment, ich weiß. Und das ist ja gerade das, Aber was dein damit Ex dann machst will. das will er ja damit bezwecken. Desto mehr du darauf eingehst, desto mehr ist er natürlich so, ja, ich kann noch weiter sticheln, so nach dem Motto. Und sobald er Alles merkt, Matschspielerei. dass du da kein Interesse für zeigst, verliert er auch irgendwann, denke ich mal, das Interesse daran. Wie gesagt, sonst gibt es ja immer noch die Option, du kannst zur Polizei, kannst eine Anzeige machen wegen Stalking. Also in Deutschland ist Stalking eine Straftat. Bei mir hat es damals auch so gehalten. Ja. Dass ich demjenigen gesagt habe, entweder du lässt mich jetzt in Ruhe oder ich gehe damit zur Polizei, dann kriegst du eine Anzeige wegen Stalking. Und ich glaube, das möchtest du nicht. Und Ja. seitdem ist Ruhe.
Er guckt mir zweimal mit dem Arsch hinterher, ich kann nichts dagegen machen, aber dann gehe Aber ich, dafür dann gibt's meide ja ich auch den noch Laden mich. halt, wo er arbeitet. Dafür gibt's dann auch noch mich, der einmal böse guckt und dann ist Ruhe. Ja, das Interessanteste war ja, wir waren ja mit meinem Vater damals dann da in diesem Laden drin. Und hat er meinen Vater gegrüßt und mich nicht. Aber mir ist es scheißegal, sag ich ganz ehrlich, weil ich mit dem nichts mehr zu tun habe. Ne? Und dann sagt mein Papa hinterher, also ich schaue später bei Engelchen rein, schreibt er. Ja, kannst du ja machen. Ja, aber. Selbe Stelle, selbe Welle, anderer Kanal. Denn für ein kleiner Tippler. Frech und schnell doch. Ja, sehe ich auch gerade. Nur bei mir war auch das Problem an der Geschichte, dass er mir wirklich aufgelauert auch ist. Letztens ist er ja auch bei mir durch die Straße gelaufen. Da habe ich einmal böse geguckt, da war er wieder weg. Du, Ganz weißt du einfach. was? Ganz ehrlich, kann er ja, mein Gott. Sagt ja kein Mensch was. Ich sag ja, Er solange guckt er nicht mir bei auch mir noch mit vor dem der Tür Arsch steht. hinterher noch heute, aber was soll ich machen? Dagegen kann ich nichts machen. Ich fühle mich dann in der Situation zwar dann nicht gerade wohl. Oder ich meide auch wirklich den Laden XY deswegen, den Einrichtungsladen. Aber ich kann es nicht ändern. Wenn ich merke, dass der öfters mal bei mir unter der Tür steht, dann nehme ich mir so ein paar Ja, Knallerbsen wenn er und öfters bei dir vor der die, Tür steht, das war jetzt einmal. nee, mehrfach ist er da rumgelaufen. Und dann werfe ich von meinem Balkon halt Knallerbsen fertig. Dann kriegt er erstmal was auf den Kopf. Dann kann er erstmal überlegen und mal ein Wie bisschen das gesagt, Gehirn durchlüften. Ich bin da knallhart. Ich kann auch kaltes Wasser nehmen oder Eiswürfel. ja, Ist eine Erfrischung. vom dritten Warschuss runter. Oh. Das merkt er, glaub mir. Ah ja, klar, merkt er das. Wir haben da auch schon die Vorder gesehen. In dem Secondhand-Kaufhaus bei dir in der Stadt. Da ist das halt so. Ich kann es nicht ändern, wenn ich immer wie ich laufe. Na, ist der noch bei mir in Reichweite? Solange er Ja. mich in Ruhe lässt und mich nicht anspricht, ist alles in Ordnung. Wie ist das blöde Ding? Hat sie? Ja, irgendwie her. Irgendwas? Irgendwie so. Das Ding ist ungefähr so groß gewesen wie ein heutiges Flugzeug. Weißt du, wie das aussieht, wie dieses Pteraton da? Dieses komische, was ich auch als Fossil bei mir bei Ja, aber der Pteranodon, Azegopteryx. war wesentlich kleiner. Ja, aber du weißt gerade, dieses komische mit diesem Ja, Flügel ich weiß, ich da, weiß, ich was ich weiß. bei mir als Fossil auf jeden Fall stehen habe. Glaube So, jetzt kannst du den Namen noch mal ganz genau angucken. Azegopteryx, habe ich schon gerade gesehen. Aber was ist das bitte für ein Name? Hatze. Tja, Hatze Schröder, wer kennt ihn nicht? Wer kennt nicht Hatze Schröder? Aber jetzt mal eine Frage. Der Jack hatte mir heute gesagt, oh, beziehungsweise was hast gesagt, er hat es mir vorgelesen. Russland so, darf ja laut Kriegsgericht, muss den Krieg stoppen oder irgendwas? Das hat das Obergericht irgendwie, Oberlandesgericht oder sowas, oder irgendwie so einen großen Gerichtshof hat darauf Entschieden, dass, bestanden, ja. dass er den Krieg stoppen muss. Aber ich glaube nicht, dass das machen wird, sag ich ganz Ich ehrlich. glaub's auch nicht, weil, ne? Ich kann ja mal gucken, ob der hier ist bei Fokus hin. Ich glaub nicht, dass der seine Idiotie stoppt, Ach, weil. glaube ich nicht. Jetzt, wo er das versucht zu kriegen, was er will. Trump nutzt Putin-Krieg gnadenlos aus. Niemand war härter zu den Russen als ich. Ja. Trump hat übrigens ja auch gesagt, er würde Biden auffordern, Atomwaffen draufzuwerfen. Mit Atomwaffen zu drohen. Aber ich glaube, das ist ja genau das, was der Putin gerne hätte. Also interessanteste fand ich, es kam heute bei Facebook, war ein australischer Reporter, der mit dem, weil ich glaube, Vitali Klitschko da gestanden hat, der auch gefragt hat, ja, es wurde ja gesagt, es werden nur militärische Sachen angegriffen, wo er Vitali Klitschko da stand, Bullshit. Sagt er, sorry. Aber sind das bitte militärische, dass ein Stadtbus abgeschossen wird von einer Rakete? Also. Naja, das zeigt ja nur, was Sache ist. Also das zeigt ja schon, ne?
Ja, er hat am Anfang gesagt, ja, ich schieße nur auf Militärsachen. Ja, okay. Schießen. Aber Bomben, du weißt doch nirgendwo, wo die runterkommen. Oder hast du die gesteuert irgendwie? Glaube ich nicht. Ja, ist das so? Muss ich hier mal gucken? Neuigkeiten. Ach so, das sind die Werbesachen. Die sind nicht interessant. Auf jeden Fall haben wir heute schon wieder einige nette, kleine oder große Echsen gejagt. Und das ist doch schon mal was Gutes. Wir haben Kämpfe gewonnen, wir haben Kämpfe verloren. So wie es eigentlich immer ist. Ich kann mal gucken, ob hier in der Kampfarena noch irgendwie was ist. Oder ich könnte auch noch mal schnell eine 5 Minuten Großkapsel aufmachen. Wie lange? 3 Stunden. Nee, das ist mir zu lang. So lange mache ich hier nicht. Die liebe Zoe will ja auch gleich machen. Also mache ich mal eine 5 Minuten Großkapsel und locke dann mit Saurier an. Also hier ist hier nichts von wegen was oder. Ich habe mal geguckt, ob bei Fokus steht nichts. Ja. Dass hier der Krieg untersagt wurde. Ich glaube auch nicht, dass er das machen wird, selbst wenn. Nein. Selbstverständlich nicht. Ich glaube, der Putin hat nur damit. Ich glaube, für Putin war am Anfang so, ja, ich gehe da rein, 2 Tage, dann bin ich durch. Ja, Er hat hat nicht sich damit da. gerechnet, dass sich doch Klein-Ukraine so extrem noch verteidigt. Ja, er ist praktisch auf dem Holzweg gewesen mit seiner Einschätzung. Er hat einen Dämpfer kassiert und das mag er nicht. Und jetzt ist er angepisst. Ja, vor allem, dass jetzt mittlerweile die eigenen Russen da jetzt auch schon vielleicht sagen, ne, hier so und so, das stimmt doch gar nicht. Weil er hat ja die ganze Zeit die Leute belogen. Er hat ja die ganze Zeit gesagt, ja, wir haben nicht den Krieg angefangen, die Ukraine ist es gewesen. Also er lenkt alle Schuld von sich, obwohl er ganz genau weiß, dass er es war, der den ersten Schritt gemacht hat. Ich sag ja, liebe Soldaten aus Russland. Ich fand die eine Oma geil, die sich vor dem Dixi gestellt hat. Vor dem Russen. Vor den russischen Soldaten. Dann nehmen sie wenigstens eine Sonnenblume, packen sie in der Tasche. Dann wächst wenigstens was Vernünftiges. Ich fand das geil, wie sich da hingestellt hat. Wenn Zoe mit ihrer Rezeption Dingsda Bumsda fertig ist, kann ich gern auch noch mal ein Statement abgeben, bevor ich dann an Zoe abgebe. Komm mit damit nochmal. Ich sag dann, liebe Soldaten, Dreht euch um. sagt einfach zu euren tollen Kommandanten, macht euren Scheiß alleine, ihr habt den Scheiß angefangen, warum sollen wir ausbügeln? Ihr Nee, werdet nee. dafür bezahlt, dass ihr eure Konflikte selber löst. So Weißt du, einfach was du ist machen das. musst? Nee, nee, nee. Wir drehen uns jetzt alle um und gehen alle auf den Putin. Nö, Und geht dann nicht nur einfach. das Militär, die Polizei, hast du nicht gesehen, dann ist der Putin nämlich ganz schön am Arsch. Ganz einfach nach Hause gehen, nichts mehr machen und einfach mal streiken, weil warum sollte er nicht selbst dahin gehen? Er hat das Problem mit Person XY, also soll er auch das Problem selbst aus der Welt schaffen. Es ist ja seins, das kann er auch behalten. Und ja, warum immer Was Leute er hat, ist vorschicken? eine Warum nicht einfach mal selber machen? Ideologie, die Ne? keiner so wirklich versteht. Es ist ganz einfach, wenn man einfach mal den Typen sagt, komm Putin, geh selbst dahin, geh persönlich dahin, steig in deinen Hubschrauber, flieg dahin, stell dich den Selenskyj und lass die Soldaten weg, weil du hast ein Problem mit ihm, nicht die Soldaten. Die Soldaten müssen nur Befehle ausführen, die sie vielleicht nicht Ja, wollen, okay, weil sie nicht wollen, dass sie einfach mal sterben. Und ganz einfach. Mach die Ukraine ja auch. Wo ist er? Ja. Kriminelle da. Sollen die sich doch selbst die Köpfe einschlagen hier, der Putin und so. Der will den Ärger haben, also soll er auch persönlich dahin gehen und fertig ist. Ganz einfach. Dafür ist er zu feige. Ja, war zu faul. Kann ja auch Nein, sein. feige. Das hat was mit Deswegen. Feigheit zu tun.
Deswegen, ich sehe das ganz einfach so, dass er selbst da hingehen soll, dass er selbst hingehen soll und mit ihm sprechen soll. Und das kann er nicht. Dafür schickt er lieber andere unschuldige Leute vor. Und denkt sich auch, ich mache genug in der Regierung und dies und das. Nee, machst du nicht. Du kriegst da, du bist von Leuten bezahlt dafür, dass du es machst. Also geh auch gefälligst selber hin. Zeig, dass du einen Arsch in der Hose hast und fertig ist. Wenn ich ein Problem mit Nachbarn habe, regle ich das ja schließlich auch. So einfach ist das. So, jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Aber kannst du nicht rein theoretisch über mein Handy reden? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, ich frag nur. Übrigens, Valians hat mich auch. Ich bin aufgefolgt. Vor 7 Tagen allerdings. Ja, ist Und doch das hat mich schön. jetzt auch nicht aufgefallen, obwohl ich mein Dings nebenbei mal laufen hatte. Komisch, komisch. Naja, hatte zwischendurch Probleme. Das kann passieren. Ja, weil das letzte Mal, als ich drin war, hat das noch nicht angezeigt. Sonst hätte ich mich ja für den Follow bedankt. Also dieses Mal ist richtig geladen. Ja, guck. Und da wir nur einen Zuschauer haben, was wahrscheinlich du sein wirst, Natürlich. sorry. Dann macht es auch keinen Sinn zu reden. Eben, brauche ich noch nicht mal zu raiden. Dementsprechend wäre ich jetzt dann hier den kleinen, Ja, aber warte ich einen feinen. Moment. Bis ich gestartet habe. Na, guck mal, es ist sogar noch ein Saurier aufgetaucht, den nehme ich jetzt noch mit. Dankeschön. Und sobald du mir ein Zeichen gibst, weil du bereit bist, beende ich den Stream und du kannst gleichzeitig schon mal anfangen mit deinem ja, Vorstellung oder Hallo sagen und sonst Mein was. nicht vorhandenes Intro. Genau, mit deinem nicht vorhandenen Intro. Ja, stimmt doch. Oder du machst das so wie ich. Spielst einfach ein Intro live ein. Man Kann kann es ich ja nicht. hinterher Mit noch meiner Karte bearbeiten. kann ich das leider nicht. Das kann ich leider nicht. Ich könnte So, es nachher mal einbauen. du gehst erst auf die Datei und hinterher auf die Nein, kann Datei. ich nicht. Deine Follower vermissen. Warum mit der Karte? Ich hab doch gar keine. Wer Lustig. weiß, vielleicht hast du ja welche. Du weißt es nur noch nicht. Das war, weil ich das eine Mal noch da falsch gedingstert habe. Na und? Da habe ich doch nicht mitgekriegt, dass ich bei Omnetarkade live bin und bei Twitch. Die Aktion. Verdammt, kann man das noch vergessen. Ach, ich habe noch versehentlich eine zweite Kapsel geöffnet. Ja gut, dann mache ich die anderen 3 Minuten auch noch. Wenn ich so weit bin, dann dauert eh noch einen Moment. Ich wollte es gerade sagen. Genau, ess du erstmal den Mund leer und fertig ist. Ja, dann habt ihr noch ein paar Minuten länger mit mir. Müsst ihr mich noch ein bisschen länger ertragen. Ha, ist das nicht herrlich, Kinders? Und ja, ich bin alt, ich darf Kinders sagen. Gehört zur älteren Streamer-Fraktion. Ich werde jetzt aber keine 4 Stunden hier machen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird jetzt so ungefähr 2 Stunden. Doch so Weil ich lange. möchte auch irgendwann nochmal was essen. Nein, weil wir haben jetzt schon 22:20 Uhr. Ich wollte jetzt nicht das Tablet wieder ausreizen. Bis zum geht nicht mehr. Mein Blut fürs Tablet wegen dem Akku, aber trotzdem. Kann ja sein, dass wir doch gleich nochmal eben bei dem anderen rein wollen. Privat und dann mal eben gucken wollen, ob da noch jemand gemacht werden muss. Meinst du Monster hin? Ja. Nein. Da ist jetzt erstmal Stopp. Zu Stimmt. viel von allen ist nicht gut. Also machen wir da auch erstmal eine Pause. Mein 1 bitte verschossen. Tja. Weiß zwar nicht, was derjenige da spielt. Ach, Pokémon. Ich kenne sogar einen dummen, dicken, der Dinosaurier spielt. Ja, nur ich finde, ich glaube, bei Omnitarkade ist das Problem, du wirst halt nicht über Omnitarkade groß. Du musst, wenn, wirklich schon auf YouTube oder Twitch gehen. Willst du denn groß werden? Das ist immer Ja, so wenn die dann Frage. über Twitch oder YouTube, aber nicht über Omnitarkade selber.
Möchtest du mir auch einen Tablet-Halter geben gleich? Ja, kannst du, gebe ich dir gleich. Du musst dein Tablet runter starten. Also. Aber diesmal passiert wenigstens Jack nicht das Problem, dass er wieder rausfliegt. Dass er Hoffen mich mit wir's. rausschmeißt. Hoffen wir es zumindest. Wenn, dann schmeiß ich dich diesmal raus. Ach ja. Ich bin aber nicht einfach aus. Ich könnte ja auch rein theoretisch ausstreamen. Machen wir einen Doppelstream. Du hast doch Probleme mit dem Dings. Ja und? Ich habe dafür sogar jetzt sogar schon einen Spruch parat, wenn es wieder passiert. Dann heißt es immer, ich habe den Livestream geschnitten. So, jetzt geht's dann weiter im Texte. 45 Sekunden habe ich noch. Und es brummt bei mir, sprich, es ist wieder ein Saurier aufgetaucht. Nein, ich möchte das nicht betreten. Der Saurier ist aufgetaucht, den möchte ich. Ich bin live. Du bist live? Ja. Ja, dann. Ich habe aber auch stumm. Ja, ist ja in Ordnung. Wie gesagt, dann wisst ihr gleich, dann könnt ihr mich gleich nochmal sehen oder noch hören bei Zoe im Stream. Engelchen 1991X, da bin ich dann gleich zu Gast. Bis mich die Zoe aus dem Stream schmeißt, weil sie die Nase vor mir voll hat. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein Saurier, ob noch einer angelockt wird. Wenn nicht, ist es gut. Doch, meine Bedrohung ist aber okay. Ich bin schon bereit. Und dann nach einem kurzen Moment des Durchatmens geht es dann weiter bei Zoe. So. Noch irgendwas Interessantes? Nö. Gut, dann. Sag ich mal vielen Dank fürs Schreiben und fürs Zuschauen an die Teufelscrew von Levi. War ich weiß es gar nicht. Blade, ja, daher die Fehlerteufel hat. Genau. Und alle Namen kann ich mir nicht merken. Außer vielleicht, wenn die Leute öfters mal im Stream sind, dann kann vielleicht was hängen bleiben. Wenn ich sehe es mir nach, ich bin alt. So, bis dahin, bleibt gesund. Und weiter geht es bei Zoe. Und tschüss. So, und herzlich willkommen in meinem Stream. Jetzt geht's los. Ich habe gerade geschrieben, in wenigen Minuten geht's los. Der Jack hat jetzt eben noch seinen Stream beendet. Ja, ich bin dabei. Und wir machen jetzt heute auf